Hallo, meine Lieben. Ja, heute fangen wir mal mit dem April an und ich möchte in diesem Intro, was ich vor jedes Video setze, für die Sternzeichen, möchte ich gerne so die allgemeinen Energien erfassen. Ich werde auf den Neumond eingehen und den Vollmond und wir haben hier so ein paar Orakelkarten, die so die allgemeinen Energien widerspiegeln sollen und damit möchte ich gerne anfangen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ansonsten kannst du natürlich immer gerne vorspulen. Klick einfach mal auf unten die Timeline oder in der Infobox, da hast du dann die Zeitstempel und dann kannst du auch direkt in die Sternzeichenlegung reinspringen, ne, falls du das schon gesehen hast oder dich das nicht interessiert. So, wir beginnen. Also, ich habe hier die, sag schon, die, jetzt bin ich gerade unter, Energieportale-Aktivierungskarten von Carl Gray. Dann habe ich hier die Runenkarten und wir haben die Monology-Karten. Und damit werde ich jetzt mal schauen und erfassen, was so die Energien sind. Vorneweg, wir haben einen Neumond am 8.4. im Widder um 20:21 Uhr. Der Widder repräsentiert das erste Haus und da geht es im Allgemeinen um dich selber, um alles, was dich ausmacht, dein Selbstbewusstsein, dein Selbstausdruck, womit du dich persönlich zum Ausdruck bringst, wie du dich einbringst, was ist dein Fundament, auf was du dein Leben aufgebaut hast, ja, also was gehört zu dir als Persönlichkeit auch, ja, deine persönliche Entwicklung, wo stehst du da gerade auch, ja? Dein Image ist auch damit gemeint, wie andere dich wahrnehmen und wie du dich wahrnimmst. Die Selbstwahrnehmung steckt da natürlich auch mit drin. Mit dem Vollmond im Skorpion am 24. April um 1:48 Uhr sind wir im achten Haus unterwegs. Da geht es immer um Themen wie Stirb- und Werdeprozesse, auch Machtansprüche. Und da könnte es jetzt halt interessant werden, dass vielleicht der eine oder andere an sich Aspekte erkennt, die mit Schattenthemen zu tun haben, mit Ego-Kämpfen, Machtansprüche, sowas, dass man sich ja unbedingt durchsetzen möchte in einer Sache, was natürlich, wenn man sich für die positiven Dinge im Leben einsetzt, sehr hilfreich ist, ja, dass man da diese Fähigkeit hat, eine Kraft aus sich heraus zu mobilisieren und ne, stark seine Grenzen eben auch zum Ausdruck bringt. Kann natürlich aber auch ins Kämpferische übergehen, also ins Negative, dass es quasi in eine gewisse Sturheit umschlägt oder auch Aggressivität. Also es ist eine Zeit, die uns auch herausfordert, die richtige Balance zu finden. Wo lohnt es sich jetzt wirklich, sich für einzusetzen? Was ist das auch das Gute? Ja, nützt das der Gesellschaft, uns allen oder den Betroffenen? Oder gilt es hier wirklich, sich auch mehr zu zügeln und selber sich also in die Grenzen zu setzen? Aber eben schon klare Worte zu sprechen. Na, auch für viele ist das eine Zeit, sich selber jetzt endlich zum Ausdruck zu bringen, seine wahre Energie zu leben, ja, und nicht mehr so zu verstecken, ja. Das ist auch sowas, so eine Schöpferkraft, dass man das jetzt zum Ausdruck bringt, sein eigenes Potenzial quasi lebt, ne? Das steckt da auch drin. Auch Themen um die Sexualität und Tiefenpsychologie, alles was so mit Grenzüberschreitungen oder Grenzwissenschaften zu tun haben. Das heißt, auch die Astrologie fällt hier rein. Alles was auch mit gewissen, ja, wie soll ich sagen, Glaubensgeschichten, Religion oder so spielt da auch immer ein bisschen rein. Ja, also die Hingabe und mir kommt gerade auch so dieses Intuitive, das kommt mir auch so wirklich zu spüren, was ist deine persönliche Wahrheit und was sind deine Erfahrungen, was hast du alles schon erlebt, was kannst du hier mit reinbringen? Sowas könnte hier mit reinspielen. Ja, und wie gesagt, der sexuelle Trieb, der ist ja auch sehr aktiv, also aufpassen, ja, dass wir hier nicht in irgendwelche toxischen Geschichten reinrutschen, ja, irgendwelche Partnerschaften, die nicht wirklich Tiefe haben, sondern einfach, ja, dem, wo man der Lust halt nur nachgeht, dass man da auch verantwortungsvoll mit diesen Situationen umgeht. So, jetzt geht's los. Ich hätte gerne von den Energieaktivierungsportal, oh Gott, jetzt bringe ich ja alles durcheinander, Moment mal. Von den Energieportale-Aktivierungskarten, welche Energie haben wir jetzt im April 2024 kollektiv? Was ist hier kollektiv so los?
Ui, da wollte ja einiges hier fallen. Wir haben hier zum einen den Heiligen Gral, innere Entdeckungsreise, Heiliges finden, du bist, was du suchst. Ne? Du bist, was du suchst. Also da geht es halt um dieses Thema des Ich, ne? Diese erste Hausthema. Und wir sehen hier diesen Gral, der erinnert mich unglaublich jetzt an das Ass der Kelche, das Potenzial auf emotionale Fülle. Ne? Das ist auch so, der läuft hier über richtig. Ne? Das ist die Fülle, die Liebe. Ja, eine innere Entdeckungsreise. Also du wirst vielleicht viel über dich selber auch erfahren. Shambhala-Initiationen, Rückzug, um aufzutanken, dem Prozess Vertrauen und Dharma ist ja auch mit drinne. Hier, sehr schön. Also vertraue wirklich in den Prozess, bleibe bei dir und nimm dir notfalls auch mal wirklich die Zeit, für dich zu sein, wieder zur Ruhe zu kommen und lass dich nicht so vom Außen mitreißen, ne? Erdsteinaktivierung, das ist eine sehr irdische Energie, Verankerung, geerdetes Handeln, Isis-Energie. Das ist das, was ich meine, ne? Dass man sich nicht so mitreißen lässt, sondern eben mehr ins Innere geht. Das ist so dieses Erden, mal die Füße, die nackten Füße auf den blanken Boden stellen, sich mal wieder ins Gras stellen, diese Erdenergie auftanken. Wir waren jetzt lange von der Natur körperlich gesehen getrennt, ne? Weil eben aufgrund der Temperaturen, da geht ja kaum einer raus. Ich weiß, es gibt einige, die gehen dann Eis Bahn oder so, und aber wenige, die ziehen sich die Schuhe aus und gehen mit nackten Füßen draußen auf der Erde. Ne? Und das ist jetzt eine Zeit, es wird jetzt wärmer, wo du das gerne mal nutzen darfst. Ansonsten einfach mal so auf den Stuhl setzen, Schuhe aus und mal die Füße auf den Boden stellen und sich vorstellen, wie aus deinen Füßen tiefe Wurzeln ins Erdreich ragen, auch aus den Händen, die du an der Seite runterragst. Stell dir vor, der Ranken. Riesenlange Wurzeln ganz tief in die Erde, verankere dich und mach das wirklich mal jeden Tag. Dann wirst du sehen, dass es dir besser geht, dass du nicht so im Kopf bist und ne, dieses Gedankenkarussell, dass das aufhört, dass du auch diese Sorgenkrämerei, dass das aufhört, dass du wirklich mehr in dir gefestigt bist und aus der Ruhe heraus auch dann handeln kannst, ne? Falls es Handeln notwendig ist. Ach, guck mal, Sternenwesen Heilungscodes, wichtige Informationen, Wunden werden geheilt, Energietanken. Und das mit dem Energietanken haben wir hier auch schon, ne? Rückzug, um aufzutanken. Also eine sehr heilsame Zeit für viele, wo es darum geht, wirklich wieder ins Vertrauen zu kommen, sich nicht so, wie gesagt, vom Außen mitreißen lassen. So, jetzt schauen wir mal, welche Runen hier fallen, in welchen Bereichen bewegen wir uns kollektiv. Raido, das ist quasi das Schicksalsrad. Hier geht es aber auch um eigene Verantwortung übernehmen und die richtige Aktion zur rechten Zeit. Also hier kommt einiges in Bewegung. Auch eine Reise kann hier für jemanden angezeigt sein. Und auch, dass man vielleicht sich in manchen Themen scheinbar im Kreis dreht. Also achte mal auf die Dinge, wo du dich gedanklich immer drum drehst. Ja, das kann ein Hinweis darauf sein, dass es darum geht, auch das ja, dem da auszubrechen, aber eben verantwortungsvoll. Ne? Und wir haben die Algis. Das ist eine Schutzrune und zeigt mir auch an, dass du gut angebunden bist an die geistige Welt. Nutze das auch. Das sind so quasi so wie so eine Antenne zu sehen. Ne? Du kannst dir gerne auch diese Runen auf die Pulsadern malen mit einem Kugelschreiber, um diese positive, unterstützende Energie für dich jetzt in dieser Zeit zu nutzen. Das ist hier wie so ein R, bloß halt so oben so spitz. Und das ist hier wie ein Y, nur dass eben in der Mitte ein Strich noch hoch geht. So, ja. Also die geistige Welt ist hier dicht beieinander, ist dabei. So, dann hätte ich gerne noch mehr Informationen von den Monology-Karten. Was sind die allgemeinen Energien für uns im April 2024? Was dürfen wir über den April schon wissen? Mit dem Widder Neumond beginnt ja auch ein neuer Zyklus. Das ist das erste Tierkreiszeichen im Tierkreislauf. Das heißt, dass das astrologische Jahr hat ja auch am 21.03. begonnen und damit sind wir jetzt quasi eigentlich ja am Jahresanfang, ne? Und das ist auch eine Zeit, wo viele irgendetwas Neues in ihrem Leben beginnen. Eine neue Lebensenergie wird freigesetzt auch.
Ein Problem löst sich auf, die richtigen Antworten kommen. Also es geht hier in irgendeiner Weise auch um Kommunikation, vielleicht auch in der Familie oder an einem Ort, wo du dich sehr verwurzelt fühlst, ja. Und wir haben, die Energie kommt in Fahrt, zunehmender Mond. Also hier kommt Bewegung rein, vielleicht auch durch Kommunikation und dadurch werden sich die Probleme auflösen, die momentan noch so Thema sind, ja. Da kannst du drauf vertrauen, aber bleibe bitte aufgeschlossen und geh auch in den Austausch. Also nicht den Austausch jetzt gänzlich vermeiden, nicht blockieren, ne? Aber gucke, dass es dir eben auch gut geht dabei, dass du hier ja, auf deine Worte auch achtest. Deine Worte haben eben auch Macht und damit kannst du eben hier gut die Dinge auch lenken. Ich werde mal reinlesen, in die richtigen Antworten kommen. Ich könnte das könnte wahrscheinlich wichtig sein für uns. Vollmond im Zwilling. Hier mal Vollmond. Haben wir denn den Vollmond? Hier. Zwillinge ist davor. Hier. Diese Karte erinnert dich daran, wie wichtig es ist, die Wahrheit zu sagen. Vergiss nicht, dass deine Worte Folgen haben und Einfluss nehmen. Gerade jetzt solltest du aufpassen, nichts Unüberlegtes von dir zu geben. Dein Problem könnte von seiner Lösung nur ein oder zwei Gespräche entfernt sein. Wenn deine Frage einem Liebesverhältnis gilt, dann wäre möglicherweise ein wenig Flirten hilfreich. Falls du dich mitten in einem Streit befindest, dann könnte die für Zwillinge äußerst untypische Botschaft dieser Karte lauten, dass viel Gerede alte Wunden nur schwer heilen lässt. Also nicht immer wieder die alten Geschichten erzählen oder schreiben, weil damit ist es so, dass du quasi irgendeine, das ist so wie, als ob du einen Brief in der Hand hältst, wo die Tinte schon am Verblassen ist und du jedes Mal die Zeilen nachschreibst, damit die immer schön lesbar sind, ne? Und irgendwann, ja, also normalerweise würde die Tinte verblassen und irgendwann kannst du es gar nicht mehr lesen und du würdest dich da wahrscheinlich gar nicht mehr so intensiv dran erinnern können. Aber dadurch, dass du es immer wieder erzählst und immer wieder quasi die Schlaufen nachziehst, die Wörter nachschreibst, bleibt es immer wieder im Gedächtnis und dein Gehirn kann nicht da groß unterscheiden, ob das jetzt nochmal erlebt wurde gerade oder ob du das jetzt nur gedanklich nochmal durchlebst, ne? Und dadurch ja, bestimmst du quasi auch deine Emotionen, deine Chemie in deinem Körper und dein Wohlbefinden auch, ja. Also lass das, wie es mal, wenn du merkst, dass du wieder anfängst, das zu schreiben oder das zu erzählen, dann setze dir selber einen Stopp und überlege, kann ich heute hier eine bessere Geschichte erzählen? Kann ich mir selber auch eine bessere Geschichte erzählen? Entweder über die Situation, dass du eine Erkenntnis, die du aus dieser Zeit gewonnen hast, dann eben teilst. Wenn du sagst, ich muss jetzt darüber erzählen, was da passiert ist, aber vielleicht kannst du die Geschichte positiv oder einen positiven Aspekt der Geschichte abgewinnen und erzählen, dass man zum Beispiel etwas dadurch gelernt hat, was einem anderen auch nützlich sein kann, ja? So. Achte darauf, dich mit deinen Worten nicht selbst in Schwierigkeiten zu bringen. Mit ihrem Satz, dein Wort ist dein Zauberstab, brachte die Metaphysikerin Florence Scovel Shinn die unglaubliche Macht der Worte treffen zum Ausdruck. Jedes Mal, wenn du dich äußerst, wirkst du Wunder und erschaffst deine eigene Wirklichkeit. Ja, für ein wichtiges Gespräch, doch bleib ruhig. Bleib dabei ruhig. Ergeh nicht in Trivialitäten. Entschärfe die Situation mit Humor und setz deinen Weg fort. Und eine Bewerbung könnte auch gute Aussichten, ist ja angezeigt. Ja, wir haben ja wirklich noch eine sehr emotionale Phase jetzt. Das schwingt noch so ein bisschen mit rein, ne? Aber das geht dann auch zusehends raus. Wir kommen ja dann im Mai in die Stierzeit. Das ist so die irdische Energie. Das wird uns wieder sehr bodenständig machen. Aber jetzt sind wir halt mit der Skorpionenergie nochmal, ne? Erst waren wir im März jetzt mit dem Fischen schon in der, so einer Emotionalität. Aber der Skorpion, der setzt dem dann halt auch eine Transformation rein und bringt da eine Veränderung. Also bin ich doch guter Hoffnung, da wir ja kollektiv da durchgehen und ihr alle nicht alleine seid und wir alle nicht alleine sind, ne? Ja, wir halten da zusammen. Das kommt schon, das wird schon. Gut, aber wie gesagt, das sieht ganz gut aus. Ein Problem löst sich auf. So, mit dem Krebs sind wir halt im vierten Haus und da geht es im Allgemeinen um Familienthemen, Ahnenthemen oder eben etwas, wo es um deine Ziele und deine Wünsche auch geht, ne? Dein, wo willst du mal hin? Was
fokussierst du auch, ja? Auch Themen der Tradition, vielleicht sind da Thematiken, wo du sagst, boah, ja, das wurde schon immer so gemacht, ich will das aber jetzt mal anders machen, ja? Ich will da mal was durchbrechen, etwas, was dir irgendwie zu schwerfällig ist. Wir haben ja auch das Thema gesunde Grenzen. Vielleicht muss hier eben auch Grenzen gesetzt werden im familiären und du musst dir vielleicht Verantwortung für dich selber übernehmen. Und da gilt es halt in allererster Linie, ne, hier dein inneres heiliges Wesen anzuerkennen und ja, mehr darauf zu achten, dass deine Energie geschützt ist und dich da abgrenzen eben von den Dingen, die dir nicht gut tun. Und vertraue da in den Prozess, ne? Ja, du hast die Isis an deiner Seite. Das ist eine sehr, sehr heilsame Energie. Ja. Okay, Guti, dann gehen wir jetzt in die Monatslegung und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Macht's gut, bis gleich. Ein herzliches Hallo an meine Wassermänner. Schauen wir, was der April für euch bereithält. Erstmal eine Überschrift, ein Hauptthema, damit wir schon mal wissen, worum es hier bei euch geht, wie die Stimmung so hier im Laden ist, ne? Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gesund und könnt jetzt den Frühling genießen. So, Wassermann, April 2024. Dankeschön, da haben wir schon was. Treues Herz mit der 35. Hier kann es um eine Thematik einer Seelenpartnerschaft gehen, also dass du hier einen Menschen in deinem Leben hast, der sich für dich anfühlt wie dein Ebenbild. Ja, also, du siehst ja, sie sehen auch beide sehr ähnlich aus. Das ist so die eine Eule und die andere Eule, das ist so wie König und Königin. Ne? So sehen die, sind die hier dargestellt. Und man ist sich sehr ähnlich in vielen Dingen. Vielleicht hast du sowas wie einen Zwilling oder du hast einen Menschen, eine gute Freundin oder einen guten Freund, ja, jemanden. Das muss nicht immer zwingend der Partner sein, aber da ist irgendwie eine Person, wo du das Gefühl hast, da bin ich zu Hause, ja. Treues Herz, man ist, da geht es um Treue und Loyalität. Das scheint jetzt irgendwie Thema zu sein. 3 und 5, vielleicht ist die 35 für dich jetzt relevant, ja, und wir haben mit der 3 und der 5 dritte Haus und fünfte Haus, sprich, da geht es auch um Kommunikation und den Austausch und ja, das hat aber auch viel mit Ausdruck zu tun, mit eine gewisse, ja, sich zeigen, auch wahrlich zeigen. Und das ist ja die Löwe-Energie vom fünften Haus. Und da kann es sein, dass es darum geht, dass du jetzt aufgefordert bist, in deine Strahlkraft zu kommen. Ja, auch kreative Lösungen oder kreativ zu sein, Schöpferkraft, sowas steckt da drin, sich zu vergnügen, Spaß zu haben. Ja, also die Zeit einfach zu genießen. Gemeinsam haben wir dann die 8. Das achte Haus ist Skorpionenergie. Das ist so, ja, das kann Sexualität sein, das können Thema der Grenzwissenschaften sein, Astrologie, Tiefenpsychologie, Stirb- und Werdeprozesse. Also vielleicht hast du das Gefühl, dass dieser Mensch quasi dich auch in eine Lernaufgabe schickt. Ja? Auch manchmal ganz schön spannend. Warum die Menschen einem so im Leben begegnen, das weiß man meistens erst hinterher, ne? Dass man sagt, Mensch, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich den und den Entwicklungsschritt auch gar nicht gegangen, dann wäre ich diesen Weg nicht gegangen. So, schauen wir mal, was die Monology-Karten uns dazu noch mitteilen dürfen. Was ist hier angezeigt mit dem treuen Herz? Es kann natürlich auch sein, oh, ich sage eine ganze Menge, dass du aufgerufen bist, dir selber auch treu zu bleiben. Ja, das ist aber mal am allerwichtigsten, dass wir in erster Linie uns selber treu sind und nicht vergessen, was unsere übergeordneten Werte sind, nach denen wir unser Leben gestalten, unsere Beziehung gestalten. Ne? Was haben wir hier? Wir haben Anpassung ist gefragt, abnehmender Halbmond, nimm dir Zeit zum Ausatmen, abnehmender Dreiviertelmond. Also hier sind abnehmende Energien. Hier haben wir zunehmender Halbmond, deine Hingabe wird getestet. Zunehmender Mond, die Energie kommt in Fahrt. Und schlussendlich, da haben wir die Skorpionenergie. Achte Haus, hatte ich gesagt, Stirb- und Werdeprozesse, Veränderungen, ja. Also das sind tiefe Veränderungsprozesse. Dieser Mensch, der scheint etwas in dir zu verändern. Vielleicht musst du eine alte Angst, die dich geprägt hat, loslassen, um hier in diese
Ja, in diese Partnerschaft zu gehen, dich hingeben zu können, ne? Ist ja auch sehr spannend. Wir haben ja hier, deine Hingabe wird getestet und die Energie kommt in Fahrt. Aber in irgendeiner Weise ist halt angezeigt, dass in diesem Prozess hier erstmal sowas wie eine kleine Pause, also angezeigt ist. Nimm dir Zeit zum Ausatmen, heißt, hab Geduld, mach langsam. Hier muss noch mal was angeschaut werden. Hier will noch mal der Spotlight auf deine Unsicherheiten, auf deine Ängste, auf deine tiefsten seelischen Thematiken geworfen werden. Die wollen hier noch mal in einen Transformationsprozess gegangen werden. Hier muss noch mal irgendwas transformiert werden, bevor ihr hier schlussendlich durch die Decke gehen könnt, quasi, ja? So, dann schaue ich mal, oder wir schauen mal gemeinsam, was die Tarotkarten sagen. Ich werde wieder 7 Karten auslegen für das Hauptvideo. Hoppala. Oh, guck mal, zeigt sich schon die Sonne. Die Sonne is shining. The sun is shining. Ja, mein lieber Wassermann, die Sonne wartet auf dich. Eine Zeit der Fröhlichkeit und der Leichtigkeit. Ach, das ist doch schön. So, also. Kommen wir wieder zurück. In der weiterführenden Legung werde ich dann in die tiefere Klärung gehen mit dem Gilded Reverie Lenormand und da werden wir uns dann auch schon angucken, was das Outcome ist. Und es gibt noch einen Rat von dem Universum mit einer Orakelkarte. So, starten wir. Eins, warte mal hier sehen. Fussel. Jeder Dussel hat einen Fussel. Drei, hoppala. Vier, fünf. 6, 7 in der Schule wird geschrieben. So, unter dem Kartenstapel schauen wir uns jetzt mal an, welche Thematik. Oh, warte mal, Moment, es klingelt an der Tür, bin gleich wieder. Da sind wir wieder. Los geht's. Also, wir wollten jetzt gucken, was das Thema ist, was sich unter dem Kartenstapel verbirgt, was vielleicht auch sogar die Herausforderung ist, jetzt im April. Da haben wir das Ass der Stäbe. Ja, sehe ich ehrlich gesagt nicht so als Herausforderung, sondern eher als Schacker. Du hast heute den Lottogewinn, weil das Ass der Stäbe, das ist ein neues Leben. Das ist das Potenzial auf eine neue Lebensphase. Viel Schaffenskraft, Power, Feuerenergie ist das. Das ist wirklich Leidenschaft. Das ist ein kreatives Projekt, ein Impuls, eine Idee, eine neue Möglichkeit, die sich zeigt, etwas, wo du dich frei entfalten kannst. Da fließt hier wirklich, ne, Energie durch alle Adern. Also da ist wirklich Begeisterung und Abenteuerlust dabei. Das ist wirklich reinste Lebenskraft, die hier fließt. Worum geht's denn? Kriegen wir da noch was mit? Ritter der Münzen könnte also auch in Bezug auf Finanzen oder auf deine berufliche ja, deinen beruflichen Werdegang gehen. Der Ritter der Münzen, der macht Pläne und bereitet im Grunde die große Ernte vor. Ja, also das ist jemand wie ein Bauer, der quasi die Saat sät und das hütet und beschützt und pflegt und hegt, bis dann quasi da auch wirklich was ja, zutage tritt. Ne? Das ist also wirklich eine Planungsphase, etwas, wo man ja die Dinge schon in. Da sind im Grunde auch Langzeitprojekte, die man vorbereitet, ja. Vielleicht hast du es auch mit einem Menschen zu tun Münzzeichen, wollte ich schon sagen, im Erdzeichen. Dann könnte das Stier, Steinbock oder Jungfrau sein, ja. Oder es hat was mit den Themen zu tun, eine gewisse Ordnung in dein Leben zu bringen, eine gesündere Lebensweise, mehr Stabilität aufzubauen, beruflich, wie gesagt, hier ein kreatives Projekt oder überhaupt eine Chance, die dir sehr viel verspricht, ja. Ja. Da haben wir den König der Kelche. Also da wartet auch wirklich sehr viel Erfüllung auf dich, ja. Sehr, sehr schön. Das finde ich ja toll. Der König der Kelche kann übrigens auch dein Herzensmann sein, dein Gegenüber. Ja, also. Lassen wir uns mal überraschen, was die Karten hier so zeigen. So, was haben wir da? Da kommt wieder die Skorpionenergie hier zutage. Der Tod spricht von einem Stirb- und Werdeprozess. Das heißt, in irgendeiner Angelegenheit wirst du jetzt einen Anteil von dir loslassen. Eine Gewohnheit. Hier geh durch deine Ängste, vielleicht Ängste, Hürden und Blockaden, die sich hier in deinem Leben zeigen. Vielleicht hast du so deine Probleme mit der
Loyalität oder mit der Treue. Vielleicht hast du da auch schlechte Erfahrungen gemacht und dir fällt es unglaublich schwer, dich auf jemanden Neues einzulassen, ne? Dass du da in irgendeiner Weise erkennst, okay, ich muss da was transformieren. Ich muss da wirklich ein Thema, was mich immer wieder triggert, was mich in eine Unsicherheit bringt, wo ich mich nicht hingeben kann, wo irgendwie nicht die Energie in Fahrt kommt. Da muss ich erstmal was anschauen und tiefgründig damit mich auseinandersetzen und akzeptieren, dass die Dinge eben so sind, wie sie sind und du ja dennoch dein Leben nicht nach deiner Vergangenheit gestalten kannst, sondern immer die Chance hast, auch neue Entscheidungen zu treffen, ne? Und der Tod, der holt quasi die Dinge zutage und so dass du sagen kannst dann, okay, ich kann dem nicht mehr ausweichen. Ne? Es ist jetzt einfach an der Zeit, etwas loszulassen, was dir nicht mehr dienlich ist. Und der Tod, der ist so sehr radikal. Also wir haben mit dem Turm ähnliche Energie, bloß bei dem Turm, da ist es so die Akzeptanz von innen heraus. Bei dem Tod ist es wirklich so, dass dir was genommen wird. Eine Vorstellung oder sowas. Irgendwas passiert im Grunde, dass du gezwungen wirst, etwas, du wirst quasi auch ein Stück weit herausgefordert. Na, was ist es wert? Was nimmst du mit in dein neues Leben, sag ich mal? Und wo spürst du regelrecht, das hat sich totgelaufen. Ja, das hat ausgedient. Das ist oder das muss sich jetzt verändern, weil ansonsten geht's nicht weiter. Ja? Du siehst ja hier auch, wie man versucht, hier die Tiere zu retten, die hier in so einem Ölteppich drinne, ne? Und dann du gibst dann dein Bestes, um diese Tiere zu retten, um das, was dir lieb und heilig ist. Und wirst wahrscheinlich, ne, wenn man in so einer Situation ist, da geht es so auch um Leben und Tod. Und man ist vielleicht auch an, bis vielleicht bist du auch jemand anderes behilflich und bist treu an der Seite eines anderen, weil vielleicht da jemand in der Not ist und man quasi noch rettet, was zu retten ist, ja. Aber man muss dann eben den Tatsachen auch wirklich ins Auge blicken und darf sich nicht der Wahrheit verschließen, sondern muss halt wirklich sagen, okay, das ist Fakt. Das ist jetzt hier wirklich Fakt. Und was können wir jetzt tun und was gilt es wirklich, wo kommst du auch an deine Grenzen, wo du sagen musst, okay, da müssen wir jetzt was dran ändern, weil das ist nicht mehr, ist ja nicht mehr feierlich, so ungefähr. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Eieiei. 10 der Münzen. Also diese Situation könnte mit einer Familiensituation zu tun haben. Da kann es um Konstellationen gehen. Ja, zwischen Familienmitgliedern und dir, dass sich da etwas verändern muss oder dass du sagst, das kann auch sein, dass es hier um Erbangelegenheiten geht, wo du hier etwas verändern möchtest, wo auch eine Neugeburt auf dich wartet, in einer, wo du Hülle und Fülle wartet hier auch auf dich. Also das hat irgendetwas mit deiner Stabilität auch zu tun, mit deinen Finanzen oder mit deiner Gesundheit. Das finde ich jetzt sehr spannend. Denn vielleicht veränderst du in deiner Wohnsituation oder in deiner familiären Situation irgendetwas. Ich muss da mal reinfüllen. Kann sein, dass hier tatsächlich ein Familienmitglied von dir gegangen ist. Dass du mit dieser Thematik hier dich auseinandersetzt. Ja, mit diesem Stirb- und Werdeprozess. Das Leben besteht halt immer aus einer Geburt und einem Ende, einem Tod. Und dass du dich in irgendeiner Weise damit auseinandersetzt. Gut, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ah ja, okay. Mit den 2 der Stäben bist du aufgefordert, hier in diese Planungsphase zu gehen. Guck mal, das ist hier das ist der eine Stab, ne? Hier haben wir noch 2. Das heißt, wenn du diese Möglichkeit wahrnehmen möchtest, dann musst du jetzt in irgendeiner Angelegenheit hier wahrscheinlich im familiären aus deiner Komfortzone auch rauskommen. Hier Entscheidungen treffen.
wo die Reise jetzt hingehen soll. Vielleicht hast du dich immer so sehr in dem Schatten der Familie bewegt, dass du da dich immer ja eher so versteckt hast oder ne, nicht so richtig aus deiner Komfortzone rauskommen, nehme ich so wahr. Dass du vielleicht sogar noch zu Hause gewohnt hast, ziemlich lange, obwohl du schon ja nicht mehr im Teenie-Alter bist, ja, und jetzt etwas veränderst, indem du quasi diesen sicheren Familienhafen, dass du den verlässt. Dass du sagst, okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung hier für mich und ich habe noch Wünsche, Visionen, Träume. Ja, hier sieht man auch, wie hier so Zeichen, Rauchzeichen, etwas ruft nach dir. Du bist auch neugierig. Was war, erwartet dich da? Was gibt es noch zu erleben? Du bist immer nur in diesem kleinen, sicheren Becken geblieben und du warst nie im großen Meer schwimmen. Du hast das alles nie erfahren und du möchtest das gerne erfahren. Und deswegen musst du ja hier etwas loslassen, einen Anteil von dir, vielleicht sogar einen Seelenanteil. Das nehme ich ja auch wahr, dass da einige vielleicht so innere Kindarbeit auch machen und gucken, okay, was hält mich denn hier noch? Warum habe ich denn so eine Angst? Was ist denn das Worst-Case-Szenario, ne, so unter dem Motto? Was ist jetzt hier wirklich die Herausforderung? Was habe ich in meinem Leben schon gelernt? Ne? Was hast du schon gemeistert? Also erinnere dich auch an die Dinge, die du schon geschafft hast, ja? Gut, gucken wir mal weiter. Page der Kelche. Ja, da gibt es irgendetwas, was dich überaus glücklich macht. Das ist eine glückliche Fügung, das ist ein Mensch oder eine Situation, irgendetwas, wo du sagst, Mensch, guck mal einer an. Na, das ist ja toll. Das finde ich ja super. Da ist ja sogar ein Fisch drinne, Mensch. Wer hätte denn das gedacht? Also wirklich, es geht um das Glück, um dein Glück, dein Herzensglück, dein Herzenswunsch. Du hast vielleicht einen Herzenswunsch. Was ist dein Herzenswunsch? Was möchtest du, was wünschst du dir aus tiefstem Herzen? Ist das eine Partnerschaft auf Augenhöhe oder möchtest du endlich dein wahres Ich leben und deine Träume verwirklichen? Ja, worum geht es hier? Hier ist jemand am Anfang einer Reise. Der Page, das ist der Jüngste. Das kann auch auf eine jüngere Person hindeuten. Aber ich nehme das hier eher so als deine Energie wahr, dass du sagst, ich bin hier, stehe noch am Anfang. Ich habe da so einen Wunsch, so einen Traum, so ganz zaghaft und du liebäugelst damit und weißt aber, dass du dafür hier aus deiner Komfortzone rauskommen musst. Ne? Vielleicht bist du auch gerade gar nicht glücklich da, wo du bist. Und du möchtest gerne glücklich sein. So, weiter. Sehr schön. Der Eremit. Der Eremit kann für dich eine Person sein, die dir den Weg weist. Das kann eine Person sein, die älter ist als du, die schon gewisse Lebenserfahrung hat, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, in deiner Thematik hier auch. Ein Berater kann auch eine Jungfrau sein. Eremit steht für die Jungfrau. Und du wirst vielleicht hier viele Dinge nochmal analysieren, eine Bestandsaufnahme machen, wo du jetzt gerade stehst, wo du hin willst und wie du dein Ziel erreichen kannst. Steht auch für Rückzug, für Meditation. Wirklich so nochmal in dich reinhorchen und sich mit deinem tiefsten inneren Wissen und deiner inneren Wahrheit auch verbinden. Also keine Zeit, wo man jetzt großartig nach außen preschen, ne? Das ist wirklich alles so innere Arbeit hier. Deswegen hier auch, nimm dir Zeit zum Ausatmen. Das Ausatmen wird dich entspannen. Du bist vielleicht auch sehr angespannt in einer Situation gerade. Okay. Ja, siehst du, 7 der Münzen. Hier kommt langsam etwas ins Wachstum. Irgendwas entwickelt sich jetzt langsam. Vielleicht in der Familie jetzt, dass da etwas auf fruchtbaren Boden gefallen ist und du jetzt sehen kannst, Mensch, guck mal, da passiert ja was. Für manchen kann es auch sein, dass du hier irgendwas zurücklassen wirst an Werten, an wirklich materiellen Werten, weil wir haben hier 10 und wir haben hier 7 Münzen. Dazwischen haben wir die 3 der Münzen. 3 der Münzen ist ja die Energie von etwas lernen oder etwas lehren. Aber auch die Energie von Familie und
etwas aufbauen, etwas in die Stabilität bringen, etwas in die Veränderung bringen. Und ja, vielleicht ist es dazu notwendig, dass du hier in irgendetwas auch investieren musst. Ja, wenn du hier was für die Familie verändern möchtest oder für dich in der Familie was verändern möchtest, kann das sein, dass du hier in irgendwas investierst. Man sieht ja hier auch, ne, dass man ja auch sehr viel Geduld hat. Ne? Das Kind braucht 9 Monate, bis das reif ist und man erwartet es und schaut halt, wie das ganz langsam wächst. Also wenn du ein Projekt hast, dann kann das sein, dass das wirklich ein Langzeitprojekt ist und dass das lange dauert, ja, bis du da schlussendlich wirklich dein Baby geboren hast, so ungefähr. Also du machst jetzt einen Plan für dein Langzeitprojekt. Sehr schön. Vielleicht auch eine Beziehung. Vielleicht wünschst du dir einfach eine Langzeitbeziehung und nicht einfach nur so ein kurzes Techtelmechtel irgendwie, ne, so was Unverbindliches und Naives, sondern was von langer Dauer ist, ne? Ja. Und da hast du natürlich auch Werte, die du hochhältst, für die du einstehst, wo du genau sagst, das bin ich, dafür stehe ich und dafür bin ich nicht zu haben. Und das musst du natürlich auch, ja, zum Ausdruck bringen, ne? Du wirst dich hier vielleicht von einigen Dingen oder Menschen trennen, nehme ich hier auch wahr. So, wo geht's weiter? Temperance, die zweite große Arkana-Karte. Nee, die dritte. Wir haben den Tod, den Eremiten und die Temperance. Die Temperance ist so der Alchemist, ne? Der versucht, ein Gleichgewicht wiederherzustellen, der versucht, aus verschiedenen Essenzen etwas Neues zu kreieren. Vielleicht bist du auch gerade dabei, aus den Gegebenheiten, die du hast, das Beste zu machen oder vielleicht zu gucken, okay, wo gilt es jetzt, mich mehr zurückzulehnen, wieder mehr zur Ruhe zu kommen und wo ist mein Einsatz gefordert? Also das ist auch so diese Work-Life-Balance, ja, wo man guckt, okay, ich habe mich jetzt in gewisser Weise verausgabt in manchen Dingen und jetzt gilt mal wieder zur Regeneration etwas mich ein bisschen zurückzulehnen und auszuruhen. Hier steckt auch Heilung drin, auch Themen von Heilkräuter oder alternative Heilmethoden steckt ja auch mit drin. Ne? Also die Mäßigkeit, da könnte es sein, dass du dich auch mit Wissen oder Sinn in einer Sache be beschäftigst, mit philosophischen Themen, dass du in irgendeiner Weise etwas versuchst zu verstehen oder in einen neuen Zusammenhalt zu bringen. Auch, dass du mit dir, mit deinen Gefühlen in Verbindung kommst und aus deiner Integrität heraus handelst. Also dieses treue Herz, da nehme ich das eben auch wahr, ja, dass du wahrnimmst erstmal, okay, was sind denn meine Bedürfnisse, was sind denn meine Wünsche und dass du die eben jetzt auch zum Ausdruck bringst und erkennst, anerkennst, ja. Ja, Schöpferkraft nehme ich hier ganz stark wahr. Und dazu gilt es halt für dich auch erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, welche Wurzeln in deinem Leben sind wirklich nährend. Wo kannst du dich drauf verlassen? Welche Menschen unterstützen dich? Welches Umfeld unterstützt dich? Und auf welche Menschen oder Situationen kannst du jetzt echt verzichten? Was ist nährend und was ist eher krankhaft oder störend? Und ich habe das Gefühl, dass du hier aus der Familie mitunter sehr viel Unterstützung bekommen kannst. Schutz und Segen auch von den Ahnen nehme ich hier wahr. Also du hast ja eine wundervolle Energie für den November wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt November sagen wollte. Vielleicht hat die Thematik, mit der du es hier zu tun hast, einen Zusammenhang zu November letzten Jahres oder den kommenden November. Weiß ich nicht, warum mir das jetzt so kommt. Das wirst du wissen. Und ansonsten, wir sind natürlich im April. Ne? Bleiben wir auch. Wollen wir hier nicht die Zeit vordrehen. Die geht so schon schnell genug. Also nicht noch schneller. Das reicht uns so, glaube ich. So, dann will ich mal reinlesen bei Treues Herz. Vielleicht ist da noch eine wichtige Botschaft für dich dabei. So. Ja, deine Hingabe. Dein Leben steht zunehmend unter dem Zeichen der Loyalität. So wie du von anderen Menschen Treuebeweise erhältst, bezeugst du umgekehrt ihnen gegenüber
Deine Verbundenheit, die aus einer tiefen und unbeirrbaren Gewissheit des Herzens stammt. Wisse auch, dass das göttliche Prinzip dir jederzeit die Treue hält. Ui. Was ist hier los? Ich transformiere. Ich muss die ganze Zeit so fürchterlich gähnen, aber ich habe gelernt, dass wenn ich das habe, auch manchmal läuft mir fürchterlich die Nase. Das sind wirklich Momente, wo ich für euch hier ganz viel transformiere. Das heißt, ich nehme euch schon mal die Schwere aus dieser Thematik raus, macht den Weg frei, vernimmt den Schleier weg, damit ihr leichter den Weg findet. Das ist unglaublich anstrengend, das ermüdet mitunter auch massiv. Also es ist kein Zeichen von Müdigkeit bei mir oder Unhöflichkeit, sondern das sind energetische Sachen, die hier stattfinden. Also bitte, ja, verzeiht mir, wenn ihr das mitbekommt, wenn ich hier so vor mich hingehe. Wir lesen jetzt weiter. Also, welcher Art deine äußeren Lebensumstände auch sein mögen, sei voller Vertrauen und Zuversicht, denn auf immer bist du geliebt, stehst du unter göttlichem Schutz und göttlicher Führung. Deine zwischenmenschlichen Beziehungen und Freundschaften und Liebesverhältnisse haben jetzt vieles miteinander gemein. Aufrichtige Ergebenheit, Vertrauen und Herzenstreue werden dir entgegengebracht. Wirst du dich umgekehrt als ebenso loyal erweisen und zu anderen stehen? Dies ist eine Zeit, um tiefe Bindungen einzugehen und auf den göttlichen Schutz zu vertrauen. Ja. Tja, du bist vielleicht auch auf irgendetwas fixiert, aber das nehme ich hier nicht so wahr. Nee. Mm-mm. Nee, das waren schon so die. Aber du hast vielleicht in der Vergangenheit mit Treuenbrüchen irgendwie ein Thema. Also da geht es auch wirklich darum, hier sein Herz wieder zu öffnen. Ne? Page der Kelche, das ist jemand, der wieder sein Herz öffnet, der sein Herz. Der hat so eine kindliche Unschuld, dass du wieder in diese Energie reinkommst. Ne? Du hast das verdient. So, dann wollen wir mal gucken. Ich möchte gerne mal die Karte den Tod klären. Dann weißt du schon mal, wie das so im Extended dann auch abgeht und ob das deine Legung ist. Und ja, schauen wir einfach mal, ne? Liebes Universum, womit hat es hier mit der Karte der Tod für meine Wassermänner für April 2024 auf sich? Bitte gib uns klare Botschaften. Dankeschön. Oh, drei Karten. Ei, dei, dei. Guck mal, wir haben hier die Mäuse. Die stehen für einen Mangel oder einen Verlust. Irgendwas ist dir vielleicht nicht genug oder nagt an dir. Ja, vielleicht das ist auch so ein Thema, was an dir nagt. Und wir haben ja hier auch Streitigkeiten, Twist, Diskussionen, irgendein Konflikt, der sich hier zeigt. Kann natürlich auch ein innerer Konflikt sein, den du hast, weil du hier mit einem Mangelthema zu tun hast oder eben einer Thematik, die an dir nagt. Da kommt jetzt zu der Klee rein. Das sind glückliche Fügungen. Hier, Page der Kelche. Das ist das Glück, was hier reinkommt. Also, ich weiß nicht, was hier passiert. Vielleicht hast du es auch mit dem Skorpion zu tun. Aber in irgendeiner Weise passiert hier irgendetwas. Vielleicht klärt sich auch etwas für dich, sodass du hier ins Wachstum und in diese Heilung kommen kannst und deinen Frieden damit findest. Finde ich ja spannend. Also die Todkarte, die transformiert das. Du wirst hier Unterstützung bekommen, dass im Grunde aus einer Situation, wo etwas an dir nagt, wo du vielleicht, also eine Situation vielleicht, die auch kränkelt, dass die sich umwandelt ins Glück. Kriegen wir da noch mehr Informationen zum Klee? Was ist der Klee für meinen Wassermann? Ja, schau mal hier. Die Blumen, etwas, was dir maximal Freude bereiten wird. Das kann eine Anerkennung, eine Wertschätzung sein, eine Einladung, eine Entschuldigung, ein Geschenk kann das sein, ein Treffen, etwas, wo du, ja, ein Date oder sowas, irgendwas Wundervolles passiert ist. Vielleicht blühst du auch jetzt auf, ja, dass du wieder zu Kräften kommst. Und das gibt dir so eine Strahlkraft, ja, dass du das alles transformierst, dass du dich transformierst. Wahrscheinlich findet diese Transformation in dir statt, denn wir haben genau darauf gespiegelt, die Temperance, und da sagte ich ja schon, es geht um Heilung, dass du für dich ein Thema heilst. Vielleicht, weil du das für dich analysierst, weil du da eine Bestandsaufnahme machst und für dich herausfindest, okay, wie geht denn der Weg weiter? Du wirst hier nicht den Kopf in den Sand stecken. Du sagst dir, nein,
Ich habe noch Wünsche, Visionen und Träume. Ich möchte gerne das Glück erfahren im Leben. Ich möchte gerne Wachstum, Fülle und Wohlstand und Liebe erfahren, Geborgenheit, ein wunderschönes Zuhause, eine liebevolle Partnerschaft. Du möchtest etwas ernten, ja? Und das hat was mit all diesen Themen zu tun. Familie, Wohlstand, versorgt sein, ne? Stabilität, Fülle, sowas in der Art. Und deswegen veränderst du dich. Du bist hier derjenige, der seine Chemie ändert. Du änderst deine eigene Chemie. Und deine eigene Chemie kannst du ändern, indem du zum Beispiel jeden Tag Dankbarkeit praktizierst, indem du wirklich jeden Tag morgens und abends oder einfach zwischendurch für dich dieses Gefühl von Dankbarkeit in dir verankerst, wo du dir bewusst wirst, für was kannst du dankbar sein? Und wenn das nur die kleinen Dinge sind, ja, dass die Sonne scheint, dass die Vögel zwitschern, dass du gesund bist, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du vielleicht eine kleine süße Wohnung hast oder sowas. Vielleicht hast du eine Katze oder einen Hund oder so, die dich glücklich machen. Oder ein Enkelkind, ein Kind. Irgendwas, was dir Freude bereitet. Oder eine Tätigkeit, die dir Freude bereitet. Vielleicht bist du besonders kreativ und hast daran deine Freude, ja. Sei auch einfach froh und glücklich, dass es dich gibt. Das ist ein Wunder. Ja, das darfst du auch mal für dich verinnerlichen. Also hier haben wir Themen der Dankbarkeit und des Glücklichseins. Sehr schön. Okay, ich gehe jetzt in die weiterführende Legung. Wenn du die dir anschauen möchtest, findest du den Link jetzt am Ende des Videos oder unterhalb des Videos in der Infobox. Wenn du darauf klickst, dann wird dir eine Mitgliedschaft angeboten. Die ist monatlich kündbar. Du kannst also gerne mal reinschnuppern. Du kannst mit der Mitgliedschaft dir alle weiterführenden Legungen für alle Sternzeichen anschauen, so oft wie du möchtest, uneingeschränkt. Die sind alle werbefrei. Ja, und ansonsten, wenn es dir gefallen hat und du hier einiges für dich mitnehmen konntest, dann würde es mich freuen, wenn du den Daumen hoch machst, ne? Und ein liebes Kommentar da lässt. Und vielen lieben Dank auch fürs Weiterempfehlen und für dein Vertrauen, dein kostenfreies Abo, was du da lässt. Das ist in jedem Fall immer kostenfrei, ne? Das würde mich sehr freuen, weil das dem Kanal unglaublich hilft, an Reichweite zu gewinnen und ich mehr Zeit habe, dann hier noch mehr Videos für euch hier zu präsentieren. Ich wünsche euch einen erfolgreichen April. Lasst euch nicht unterkriegen von diesen Unsicherheiten, von den Erlebnissen, die ihr in der Vergangenheit hattet. Gebt euch diesen Prozess ruhig hin, nehmt euch diese Zeit, atmet tief durch, ja, macht ruhig mal, wenn wirklich tiefste Ängste hochkommen, kann ich euch empfehlen, eine spezielle Atemtechnik, und zwar ihr atmet ein, zählt dabei langsam bis 4 und ihr atmet aus und und zählt dabei langsam bis 8, sprich einen längeren Ausatemzyklus als den Einatemzyklus, und dadurch reguliert ihr euer Nervensystem. Das ist die einzigste Möglichkeit, euer Nervensystem selbst zu steuern, dass ihr euch runterfahrt. Wenn eine Aufregung, eine Unruhe oder eine Unsicherheit oder eine Angst hochkommt, egal warum, wieso, weshalb, spielt keine Rolle. Aber wirklich der Atem ist die einzigste Möglichkeit, das zu regulieren. Ansonsten kann ich euch Bachblüten empfehlen, und Magnesium hilft auch sehr gut für die Nerven. Wenn du etwas mit Nervosität zu tun haben solltest, ist das auch sehr hilfreich. Und ausreichend Bewegung und Schlaf und gesunde Ernährung. So viel dazu. Gut. Hier die richtige Verhältnismäßigkeit wiederherstellen. Ja, schau mal, was in deinem Leben Überhand genommen hat, was dir gut tut, was du brauchst, was dich glücklich macht. Deine Bedürfnisse sind hier gefragt. Die wollen wahrgenommen werden und auch erfüllt werden. Ja, okay, ihr Lieben. Asta Stäbe. Ein neues Leben wartet auf euch. Bitte lasst es mich wissen, worum es bei euch geht. Ich bin mega gespannt. Es ist auf jeden Fall eine sehr emotionale Phase für euch. Und hier scheint ganz viel Grundlegendes neu sortiert zu werden. Ich glaube, dass ihr massiv Ordnung in euren Laden bringen werdet und hier, ja, euch selbst in erster Linie an erste Stelle stellt. Mit treuem Herz habe ich das Gefühl, dass es hier mehr für viele um die Loyalität zu sich selber geht, ja, sich für sich auch einsetzen und
dein Licht nicht unter den Scheffel stellen lassen, sondern für dich einstehen und das auch beschützen, ja, das, was du hast, dass du da dich nicht von der Familie oder von irgendwelchen anderen Menschen aus der Balance bringen lässt, ja? Also, Guti, dann einen wunderschönen April, bleib schön gesund und ich freue mich, wenn wir uns in einer Wochenbotschaft oder in einer anderen Legung wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.